Ungültige Garantieverlängerungen, das ist das Thema unserer heutigen Sendung von VPT Info. Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Christian Thieme, ich bin Referent für soziale Medien im VPT und mit mir zusammen heute wieder bei unserem Verbandsjustiziar Benjamin Alt. Hallo. Hallo, lieber Christian. Hallo, liebe Zuschauer und Zuschauer. Benjamin, folgende Konstellation, wieder eine wichtige Rechtsfrage. Ich habe für die Praxis eine Waschmaschine gekauft. Die hat natürlich eine Standardgarantie und mir wurde auch eine Garantieverlängerung zu einem gewissen Entgelt angeboten. Die habe ich abgeschlossen und bin freudestrahlend mit der Waschmaschine in die Praxis zurück und habe sie angeschlossen. Dann habe ich mir die Vertragsunterlagen angeguckt, sollte man vorher machen, ich weiß. Da steht aber drin, dass die Nutzung oder die Garantieverlängerung nur bei rein privater Nutzung greift. Benjamin, ist das richtig? Stimmt das wirklich so oder gibt es da noch einen anderen Weg? Also Christian, erstmal großen Respekt und herzlichen Glückwunsch dafür, dass du tatsächlich diese Waschmaschine tragen konntest, ja, weil das würde ich nicht leisten können. Also das muss man wirklich sagen. Aber zu der Frage selber, lieber Christian, also das ist ein Thema, das kommt tatsächlich immer mal wieder vor und ist sehr ärgerlich, ja, wenn man da in so eine Falle getappt ist, weil die meisten kennen das. Man kauft in einem Elektronikmarkt oder wo auch immer ein elektronisches Produkt. Christian wäre jetzt in diesem Thema die Waschmaschine und dann heißt es immer, ja, zahlen Sie nochmal 50 oder 100 Euro und dann gibt es ja eine Garantieverlängerung. Und das ist doch super, weil dann sind Sie jahrelang abgesichert. Und dazu muss man sehen, es gibt die gesetzliche Gewährleistung und dann gibt es manche Hersteller, die geben noch eine Garantie on top. Das ist dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr als die gesetzliche Gewährleistung. Und dann gibt es diese Verträge, wo man noch einmal zusätzliche Absicherung bekommen kann. Und Christian, das, was du da in deinem Vertrag gesehen hast, ist das, was in sehr vielen Verträgen tatsächlich drinsteht und in allen, die ich bisher vorgelegt bekommen habe, nämlich dass die berufliche beziehungsweise betriebliche oder gewerbliche Nutzung ausgeschlossen ist. Das heißt, man kann das dafür nutzen, dieses Gerät, aber dann gilt die Garantie eben nicht, weil wahrscheinlich die Garantiegeber sagen, dann wird dieses Gerät intensiver genutzt und dann haben wir eigentlich gar keine Lust mehr, dafür zusätzliche Garantien zu geben. Das heißt, wenn man solche Garantieverlängerungen macht, sollte man sich unbedingt vorher ganz genau das Kleingedruckte durchlesen. Wenn man es für die Praxis macht, weil meistens greifen dann diese Garantieverlängerungen gar nicht, dann muss man es gar nicht abschließen, es macht gar keinen Sinn. Oder für private Nutzung, dann ist es manchmal vielleicht tatsächlich sinnvoll. Aber bitte da nichts aufschwatzen lassen, ohne mal genau die Vertragsbedingungen durchgeschaut zu haben. Weil es wäre sehr ärgerlich, wenn man diesen Aufpreis zahlt, fühlt sich abgesichert und wenn dann der entsprechende Garantiefall da ist, dann sagt die Versicherung, nee, das haben Sie für Ihren Betrieb gekauft, das greift nicht. Und manchmal steht ja sogar auf der Rechnung direkt die Praxisadresse drauf und dann weiß auch diese Garantieversicherung oder diese Gesellschaft, die dahinter steht, dass man es für die Praxis genutzt hat. Das wäre sehr ärgerlich und da wollen wir ein Stück weit vorwarnen, dass man in diese Falle nicht hat. Sind die Mitarbeiter da aber nicht verpflichtet, des Elektronikmarktes, wenn ich schon eine Firmenadresse angebe und das auch sage, dass ich das für die Firma kaufe, mir das dann vorzuenthalten und zu sagen, da greift das nicht? Das Thema ist, dass dieser Elektronikmarkt hat normalerweise so viel mit dem Vertrag nicht zu tun. Es ist nämlich das so, dass es immer eine andere Firma ist, die diesen Garantievertrag tatsächlich anbietet. Und meistens ist der Elektronikmarkt dann nur der Vermittler. Das heißt, eigentlich ja, sollte man das machen. Allein der Fairness halber, aus rechtlichen Gesichtspunkten lässt sich drüber streiten. Also das heißt im Zweifel, ja, guckt die Praxisinhaber oder der Praxisinhaber in die Röhre. Und genau das wollen wir eigentlich verhindern mit diesem Video. Okay, also wie immer gilt, Lesen hilft. Und wenn Benjamin seinen Spinat essen würde, könnte er auch eine Waschmaschine tragen. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bleibt alle gesund, macht's gut. Ciao. Tschüss.